Das hier haben wir ganz neu auf einer Messe entdeckt. Das ist ein kleines Stück Regenwald mit einem geschlossenen System, was Sie sich einfach mit nach Hause nehmen können. Sie können es im Büro hinstellen oder in dunkle Ecken im Wohnzimmer und eignet sich wirklich prima, um ein bisschen Leben mit reinzubringen. Das nennt sich Biop R60, ist von Oase und sobald es einmal eingerichtet ist, brauchen Sie es weder gießen noch düngen. Welche Pflanzen man da reinpflanzen kann, ist ganz einfach. Es werden hierfür Pflanzen benötigt, die sehr viel Luftfeuchtigkeit vertragen. Zum Beispiel ein kleiner Bonsai oder wie ich hier habe, eine kleine Orchidee. Orchideen sind sehr anpassungsfähig und die setzen wir jetzt auch einfach da rein. Sie können dafür einfach ein ganz kleines Loch in die Erde machen und können die Orchidee einfach da reinsetzen. Durch das Biotop und das Regenklima da drin wurzeln die Pflanzen ganz schnell an. Wenn Sie das Ganze dann nach Ihren Wünschen bepflanzt haben, können Sie einfach das Bewässerungssystem anschließen. Hierzu setzen Sie dieses hier rein, füllen das Ganze jetzt mit der mitgelieferten Flüssigkeit. Das war es auch schon. Durch diesen Sprühnebel versorgt das System die ganzen Pflanzen mit Flüssigkeit. Was zu viel an Flüssigkeit ist, das verdunstet und wird oben wieder vom Gerät aufgenommen, sodass Sie das ganz selten auch nachfüllen müssen. Und weil die Bedingungen natürlich so gut sind, wachsen die Pflanzen auch hervorragend da drin. Mal zum Vergleich ist dieser kleine Chlorophytum hier, das ist bei uns eine Mini-Pflanze. Den haben wir vor 3 Monaten da eingepflanzt. Der hat sich jetzt so entwickelt. Und wenn die Pflanzen bis zur Kugel wachsen, dann sollte man sie einfach zurückschneiden, weil es sonst anfängt zu faulen. Und das sieht dann auch nicht ganz so schön aus. Das System ist besonders schön für Leute, die gerne Pflanzen haben möchten, wie Orchideen und damit aber kein Glück haben, sei es wegen dem Gießen oder eben wegen dem Schneiden und Pflegen. Und so braucht man sich wirklich gar nicht kümmern, um die Pflanzen gedeihen quasi von alleine.